Auf Bitcoin kannst du aus total unterschiedlichen Blickrichtungen gucken. Eine Blickrichtung behandelt immer den Preis. Es gibt aber noch ganz viele andere und heute möchte ich mal welche vorstellen, die ich total spannend finde. Kia ora, ich bin Bas und ich habe schon lange das Gefühl, ich müsste mal genau das hier in einem Video thematisieren, dass es nämlich auch total unterschiedliche Blickrichtungen auf Bitcoin gibt. Zum einen hört man immer wieder, wow, super cool, der Preis geht hoch, ich werde total reich, when Lambo, when Moon, keine Ahnung. Diese ganzen Sachen, die sind auf jeden Fall da und Bitcoin war im letzten Jahrzehnt das best-performste Asset überhaupt. Also, das ist ein gigantisches Ding. Innerhalb von einem Jahrzehnt, also ein wirklich doch langer Zeitraum, das best-performste Asset zu sein, gigantisch. Also das ist wirklich eine Sache. Wenn man früh dabei gewesen ist, hat man auch wirklich in Euro oder in Dollar halt gemessen, richtig reich werden können. Das ist überhaupt gar kein Thema. Eine andere Perspektive ist persönliche Unabhängigkeit vom Staat. Es gibt Leute, die beschäftigen sich deshalb mit Bitcoin, weil Bitcoin das Versprechen hat, zensurresistent zu sein. Also, ich mache vielleicht irgendetwas, was dem Staat gerade nicht passt, möglicherweise sogar gegen Gesetze verstößt. Und da müssen wir uns vielleicht bei der Betrachtung auch ein bisschen davon lösen, dass wir alle in einem super sauberen Rechtsstaat leben. Es gibt einfach viele Staaten auf dieser Welt, die wir nicht wirklich aus unserer Sicht zumindest als Rechtsstaat bezeichnen können, wo es keine Gewaltenteilung gibt, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Und wo man nicht alles machen kann oder darf, was man dann vielleicht will. Und da ist natürlich ein Geld zu haben, was der Staat nicht sanktionieren kann, Gold wert. Ich würde lieber sagen Bitcoin wert, natürlich. Es ist auf jeden Fall so, wenn du in einem Land bist und die Regierung kann deine Konten einfrieren, die kann dir quasi Zugang zum Finanzmarkt verwehren, dann ist es echt ein Problem. Dann muss man natürlich noch weiter in die Illegalität ab driften, als nur eine andere Meinung zu haben. Also zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die wegen ihrer sexuellen Gesinnung einfach gleichgeschlechtliche Liebe verfolgt werden und da echt große Strafen für drohen, was bei uns ja im 21. Jahrhundert irgendwie nicht mehr vorstellbar eigentlich ist. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Aber es gibt einfach Länder, in denen ist das heute noch aktuell. Und da alleine bei sowas kann schon helfen, dass man eine Alternative zur Staatswährung hat. Also der zweite Punkt ist auf jeden Fall Freiheit. Eine dritte große Gruppe von Leuten, die etwas mit Bitcoin anfangen kann, ist Leute, die keinen Zugang zu einem Bankkonto haben, weil die Infrastruktur im Land einfach so schlecht ist. Also es gibt Milliarden Menschen auf dieser Welt, die haben kein Bankkonto, weil sie aus der Sicht der Bank zu arm sind, weil die Struktur das vor Ort einfach nicht hergibt. Und wenn du keinen Zugang zum Bankkonto hast, dann musst du im Prinzip alles in Bar aufbewahren. Und wenn du vielleicht Gemüse oder so anbaust und das irgendwo verkaufen willst, dann musst du es entweder gegen Waren tauschen, die möglicherweise dir jetzt gar nicht so richtig gut in Kram passen oder vielleicht verderblich sind oder eben in Bargeld halten. So. Aber wenn dein Lebensstandard so niedrig ist, dass du vielleicht auch nicht ein Haus hast oder dein Haus nicht abschließen kannst, dann ist Bargeld auch ziemlich schwierig für dich zu behalten. Dann gibt es die Möglichkeit von Diebstahl. Und das ist eine Sache natürlich, die bei Bankgeschäften einfach ein Riesenvorteil halt für die Leute wäre. Oder das Smartphone, auf dem ich die Keys gespeichert habe zu meinem Bitcoin oder zu den Satoshis, das Smartphone kann ich ja bei mir tragen und da kann ich vielleicht besser drauf aufpassen als auf Bargeld. So, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich habe viel mehr Möglichkeiten zu interagieren. Ich kann wirklich wirtschaftliche Teilhabe dadurch erlangen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Ersatzprodukt zu diesem Banksystem halt zu haben. Und wie gesagt, das betrifft Milliarden Menschen. Und als Viertes möchte ich mal auf eine Sache gucken, von einer kleinen Gruppe von Menschen, die aber sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Also diese Milliarden Menschen, über die wir in der dritten Gruppe gesprochen haben, die Leute, die keinen Zugang zum Bankkonto haben, die haben keine große Medienpräsenz. Also du kannst nicht den Fernseher einschalten und dann siehst du ständig Leute, die sagen, ey, ich habe kein Geld, ich mache das und das und das den ganzen Tag, ich begleite dich mal mit meiner Kamera und zeige dir mal mein Leben. Nee, nee, also bevor ich mir eine Kamera kaufe, kaufe ich mir vielleicht lieber was zu essen. So. Es gibt aber Leute, die sind sehr in der Öffentlichkeit, weil sie ein Leben führen, was viele Neider hervorruft. Es gibt superreiche Menschen, ganz wenige davon, die ganz häufig in der Presse stehen. Und
Da gibt es einfach auch Leute, die sich zu Bitcoin äußern. Zum Beispiel Warren Buffett ist einer, natürlich self-made Milliardär. Aber er ist jetzt einer von den ganz Reichen, der am Lebensende steht. Ich glaube, er ist jetzt über 90 Jahre alt. Und der sagt einfach, Bitcoin ist Rattengift im Quadrat. Ich habe darüber schon mal ein lustiges Video versucht zu drehen, dass er das vielleicht irgendwie ein bisschen anders gemeint hat. Aber Fakt ist, er ist auf jeden Fall einer von den Leuten, die sich sehr, sehr gut in der Finanzwelt auskennen und über Bitcoin trotzdem sagen, das ist richtig Mist. Das braucht kein Mensch. Und ich glaube, was er damit meint, ich brauche das nicht. Ich, Warren Buffett, brauche kein Bitcoin, weil man muss sich mal ehrlich vor Augen führen, wenn du ein paar Milliarden auf dem Konto hast, ist es auch echt egal, ob du noch eine Milliarde mehr hast oder noch 50 oder 100, das wird dein Leben nicht verändern. Erst recht nicht, wenn du über 90 bist. Und Warren Buffett ist ja auch jemand, der sagt, ich möchte jetzt nicht für die nächsten zig Generationen vorsorgen, sondern er wird einen kleinen Teil seiner Familie vererben und den großen Teil aber spenden an Organisationen, die er gut findet. Also ein altruistischer Ansatz steckt da sicherlich auch hinter. Aber in der Situation brauchst du natürlich nicht irgendwie die Unabhängigkeit im finanziellen Sinne. Da brauchst du nicht, oh, den Zugang zum Bankkonto, den hat er sowieso. Der hat so viele Bankkonten, das gibt's, der kann sich ja ganze Banken kaufen, so, ne? Sein Portfolio besteht ja auch zum großen Teil aus Bankentiteln. Das ist ja sehr spannend. Und natürlich hat er da eine Macht auf die Bank. Er ist gar nicht in der Lage von den Milliarden Menschen, die noch nicht mal Kunde werden dürfen, sondern er bestimmt die Geschicke. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und deswegen kommen dann natürlich auch andere Meinungen bei raus und Schlussfolgerungen. Und das finde ich total spannend, wenn man solchen Leuten mal zuhört, muss man einfach mal darauf achten, was für einen Vorteil hätten die denn, wenn sie Bitcoin halten würden oder nicht. Diese ganzen wichtigen Vorteile für die breite Bevölkerung oder für die ganz arme Bevölkerung, die greifen da halt einfach nicht. Da zählt nur noch das eine Argument, kann ich noch mehr Kohle damit machen? Und dann muss er halt einfach eingestehen, er hat zu wenig Ahnung davon, er hat sich zu wenig damit beschäftigt, als dass er sich er hätte eine Meinung darüber gebildet. Und deswegen lässt er die Finger davon. Und das ist auch total in Ordnung so, ne? Möchte ich überhaupt nicht ändern. Der Punkt ist aber, wenn du nicht in der gleichen finanziellen Lage bist wie Warren Buffett, dann hast du einen anderen Blickwinkel vielleicht auf die Sache. Und wenn du noch nicht finanziell ausgesorgt hast, dann hast du vielleicht einen anderen Blickwinkel als jemand, der schon viele Milliarden zur Seite geschafft hat. Das ist mal mein Einblick auf verschiedene Sichtweisen, wie man Bitcoin betrachten kann, was das mit dir macht. Ich bin sehr gespannt zu erfahren, ob du noch mehr Sichtweisen hast. Schreib es doch mal gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.